Guten Abend. Ich bin Ihnen noch was schuldig. Mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer. Ich habe einen Corona-verdächtigen Angehörigen. Und eigentlich sollte ja heute die Geschichte irgendwie gut zu Ende gehen. Ist sie aber nicht. Also, warum nicht? Weil der Test, der nach 5 Tagen Wartezeit am Freitag dann stattfand, bei meinem Angehörigen bis heute nicht ausgewertet ist oder zumindest nicht mitgeteilt wurde. Das heißt, wir wissen nach wie vor nicht, ob der Test jetzt positiv oder negativ war. Es wurde auch nicht mitgeteilt vorher, dass die sich nicht melden, wenn er negativ ist. Alles sehr schwierig. Also das Lustige daran ist, es meldete sich dann heute im Laufe des Tages das Gesundheitsamt Mitte. Und die sagten, hey, Sie sind doch eine Kontaktperson von und wir haben hier gelesen, da wäre noch was offen. Sollen wir jetzt mal jemanden vorbeischicken oder Sie in Quarantäne schicken? Oder was ist da zu tun? Und nun gut, nein, natürlich, ist ja eigentlich alles erledigt. Es war vor einer Woche. Und wenn Woche nach einer Woche erst, wenn das Gesundheitsamt nach einer Woche dann erst überhaupt tätig wird mit einem Anruf, ist ja auch schon wieder eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ob auf diesen Zetteln mit all diesen Kontaktpersonen wirklich ein Datum draufsteht. Also die alten Zettel sollte man da einfach mal wegwerfen, ne? Weil das ist doch wahrscheinlich sowieso erledigt. So. Aber das war noch nicht alles. Nachdem das dann geklärt war und mein Angehöriger dann dachte, so, jetzt hört er nichts mehr von denen oder nur noch das Testergebnis, da klingelt das Telefon aus Charlottenburg vom Gesundheitsamt. Und die fragen ihn nochmal zu seinem Zustand und teilen ihm dann mit, nachdem er sagt, ja, fühlt sich ganz gut, dann endet die Quarantäne heute. Ja, wie sieht es denn aus mit dem Testergebnis, fragt er. Und was sagt das Gesundheitsamt? Sie wissen gar nichts von einem Test. Okay, also scheint es verschiedene Stellen dort zu geben beim Gesundheitsamt, wo die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Okay, also weder ist das Gesundheitsamt in Charlottenburg-Wilmersdorf untereinander vernünftig verbunden und schon gar nicht mit den anderen Gesundheitsämtern in der restlichen Stadt. Ja, das war's jetzt eigentlich. Also, so viel zu Corona-Verdächtigen. Die rennen hier überall in der Stadt rum und das Gesundheitsamt ruft hin und wieder mal an und verhängt willkürlich Hausarreste. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es sie auch trifft.